was bisher geschah. Entschuldigen Sie, Mr. Hunter, das ist meine Frau Lily. Irgendwas gefällt mir hier überhaupt nicht. Alle Männer hier im Bus sind 29 Jahre alt. Genau wie du. 9 Söhne zeugte ich. 9 Söhne. Aber einer ist abtrünnig. Lily! Oh, Ryan. Zieh dich an. Wir müssen hier raus. Lily! Lily! Nein! Haben Sie das öfter? Was? Diese Albträume? Miss Zamist ist keine Hexe mehr, begreifen Sie das doch endlich! Sie liebt sie! Darf ich fragen, was Sie da haben? Ein Schwert von Mr. Hellenwein. In einem sehr schwachen Moment verkaufte ich Ihnen doch mal dieses mittelalterliche Schwert. Ein sehr schönes Stück! Ich hätte es sehr gerne zurück. Die schwarze Familie hat meine Frau auf dem Gewissen. Und ich habe Rache geschworen. Ich werde 4 Männer für Sie abstellen, die Ihnen zur Seite stehen. Es tut mir leid, wegen Shorter, Ronnie, Fred und Henry. Wir haben getan, was getan werden musste. Du hattest mich doch gebeten, etwas über diesen Dr. Fuller rauszufinden. Und, hast du? Ich sag's dir, wenn wir uns sehen. Ach so, ja, nun gut, ich melde mich einfach, wenn er wieder im Lande ist. Haben Sie vielen Dank, Miss Zamis. Mr. Morton, hier ist Norbert Hellenwein. Wie geht es Ihnen? Oh, Mr. Hellenwein. Sehr gut, vielen Dank. Mr. Morton, Sie erinnern sich sicher an das Gespräch, das wir vor einiger Zeit führten? Ja, wie könnte ich das vergessen? Es ist nun soweit. Wann und wo? Er ist bereits gelandet. Seit heute früh. Aha. Er besucht seinen alten Freund, Jeff Parker. Jeff Parker? Den Jeff Parker? Ja. Aber das ist nicht der Hauptgrund seiner Reise. Sondern? Er will einen seiner vermeintlichen Brüder ausfindig machen, Dr. Robert Fuller. Ein Doktor? Ein Doktor der plastischen Chirurgie, so wie ich gehört habe. Plastische Chirurgie? Sagen Sie nicht, er ist in L.A. So ist es. Okay. Ich danke Ihnen, Mr. Hellenwein. Keine Ursache. Wie ist das Wetter in Wien? Bedeckt, aber freundlich. Man könnte in einer leichten Jacke nach draußen gehen. Und in New York? Oh, auch bedeckt, aber unfreundlich. Also eigentlich wie immer. Da holt man sich schnell was weg. Ja. Vergessen Sie Ihren Schal nicht, wenn Sie rausgehen. Ja, aber morgen brauche ich mir darum keine Sorgen mehr zu machen. Da werde ich in Kalifornien sein. Da ist das Wetter besser. Passen Sie auf sich auf, Mr. Morton. Machen wir uns nichts vor, Jack. Um mich ist es in letzter Zeit ziemlich still gewesen. Und die Liste ist lang von all denjenigen, die mich längst abgeschrieben hatten. Aber Jeff hat mich zurückgeholt. Und mit dem neuen Film werde ich wieder ganz oben mitspielen. Das freut mich für Sie, Dorothy. Diese Party heute Abend ist erst der Anfang vom Neuanfang. Und wenn der Wirbel richtig losgeht, wirst du allein den Aufgaben nicht mehr gewachsen sein. Wir werden mehr Personal brauchen. Und dann... Ups! Vorsicht. Danke. Sie sollten nicht schon vorab so viel trinken, Ma'am. Ich weiß. Auf jeden Fall werden wir dann dieses hässliche Vehikel verschrotten. Und du bekommst einen Cadillac, Jack. Einen knallgelben Cadillac.
Der kontrastiert gut mit deiner Hautfarbe. Wie wäre das? Das wäre ganz wunderbar, Miss Dorothy. Ach, ich kann diese schwarze Karre hier nicht mehr sehen. Schwarz ist überhaupt die letzte Farbe. Wir sollten jetzt bald fahren, wenn wir pünktlich sein wollen. Pünktlich sind nur die Langweiler. Bist du ein Langweiler, Jack? Nun... Ich gehe rauf und mach mich fertig. Ich werde nach dem Wagen sehen. Mach, was du willst. Lass das Licht aus! Lass das Licht aus! Wer ist da? Ich bin es, Karl. Karl? Was tust du hier? Lass das Licht aus, Dorothy. Warum? Er ist wieder da. Was redest du da? Er ist zurück, Dorothy. Und er wird sich rächen. Ich will das nicht hören. Du musst auf dich aufpassen. Ich will es nicht hören. Und ich will auch nicht, dass du mir abends im Dunkeln in meinem Schlafzimmer auflauerst, Karl. Raus hier! Lass das Licht aus, Dorothy. Jeff, grüß dich. Schön, dass du da bist. Und wie ich befürchtet habe, du siehst etwas abgespannt aus. Die Reise. Die Koffer nimmt Rodolfo, lass stehen. Wir gehen rein, komm. Hätte ich gewusst, dass du Gäste hast, wäre ich morgen gekommen. Wenn du morgen gekommen wärst, wären morgen die Gäste da. Ich habe gedacht, ich gebe eine kleine Empfangsparty für dich. Oh nein. Komm schon. Die sind alle ganz wild darauf, meinen besten Freund, das Phantom, kennenzulernen. Ich erzähle dauernd von dir, aber keiner hat dich bisher gesehen. Die glauben schon, dich gibt's gar nicht. Ich weiß nicht. Versuch ein bisschen zu lächeln, bitte. Das macht sympathischer. Alles völlig ungezwungen. Die werden nicht für dich singen, keine Angst. Sieh dich um, ich besorge uns ein Gläschen Gutes. Hallo. Hallo. Sie sind Hunter, Jeffs Freund, nicht wahr? Der bin ich. Sind Sie auch Schauspieler? Nein, ich muss Sie enttäuschen. Jeff hat mich eingeladen, seine Villa anzusehen. Und nebenbei werde ich einige Geschäfte erledigen, die allerdings nichts mit Film zu tun haben. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Jäger. Mr. Hunter, der Jäger. Wie einfallsreich. So, hier gibt's erstmal was zur Stärkung. Lorna, hat Dorian etwa einen Witz erzählt? Das ist gar nicht seine Art. Er ist süß, dein Freund. Oh, oh. Ich verspreche, ich bringe ihn später wieder, aber jetzt muss ich ihn mal kurz entführen. Hm? Die wird doch mal eine kleine Sünde wert, oder? Sieht ziemlich gesund aus, die Dame. Das ist sogar noch ein bisschen untertrieben, finde ich. Wahrscheinlich zur Hälfte aus Silicon Valley. Soweit ich weiß, stammt sie aus Kentucky. Aber das andere wird dich überhaupt nicht mehr kümmern, wenn sie die Argumente erstmal ausgepackt hat. Ich würde dir gerne Dorothy Malone vorstellen. Sie spielt die Hauptrolle in dem Film, den ich gerade produziere. Dorothy, Liebste, darf ich dir Dorian Hunter vorstellen? Ein guter Freund von mir. Sehr angenehm, Mr. Hunter. Ganz meinerseits. Jeff hat es tatsächlich geschafft, den ganzen Abend von niemand anderem zu reden als von ihm. Aha. Keine Angst. Nur Gutes. Haben Sie meinen letzten Film gesehen? Mein Herz ist ein leeres Haus. Oh, das tut mir leid für Sie. Der Titel. Was? Das ist der Titel meines letzten Films. Mein Herz ist ein leeres Haus. Da muss ich leider passen. Sie sind im Übrigen genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe. Genau das Gegenteil von Jeff. Für ihn ist alles nur ein Spiel. Filme machen, Geld verdienen, Frauen. Sie dagegen scheinen etwas mehr Tiefgang zu haben. Sie haben so etwas Dämonisches an sich. Das sagen alle Frauen. Ach, Ihre Kaltschnäuzigkeit imponiert mir nicht, Mr. Hunter.
In Ihrer Heimat ist das vielleicht shocking. Bei uns hier müssen Sie sich schon etwas anderes einfallen lassen für ein bisschen Aufmerksamkeit. Was schlagen Sie vor? Ein billiges Kleid gepaart mit überheblichem Gehabe? Ich werde es Ihnen zeigen, Mr. Hunt. Ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen. Dorothy! Dorothy, warte! Du rührst dich nicht von der Stelle. Dorothy! Dorothy, bleib! Sind Ihre Auftritte nicht spektakulär? Sie versteht es einfach immer wieder, sich perfekt in Szene zu setzen. Sie... Blue. Lorna Blue. Haben Sie mich schon vergessen? Sie kennen sie? Ach, sie ist eine hysterische alte Schachtel. Sie sind Kollegin? Oh ja. Angefangen habe ich mit etwas simpleren Filmen. Aber Jeff hat mein Talent erkannt. Und jetzt stehe ich zur Verfügung, falls sie ausflippt. Sie sind die Zweitbesetzung? Wenn sie durchdreht, werde ich die Rolle übernehmen. Das habe ich von Jeff schriftlich. Und keine Bange. Dorothy wird durchdrehen. Oh, ich bin mir sicher, dass Sie Ihre Vorzüge haben. Geben Sie es zu. Sie überlegen schon die ganze Zeit, ob Mutter Natur es mit mir besonders gut gemeint hat oder ob Dr. Fuller etwas nachgeholfen hat, nicht wahr? Was haben Sie gerade gesagt? Dr. Fuller? Robert Fuller? Er hat so begnadete Hände. Das glaube ich gern. Sie wissen nicht zufällig, wo ich ihn erreichen kann? Er hat seine Praxis aufgegeben. Er arbeitet nur noch für gute Freunde. Sie verstehen. Aha. Und wie werde ich sein Freund? Ich kann Ihnen seine Nummer geben, wenn Sie wollen. Kommen Sie mit. Was wollen Sie machen lassen, wenn ich fragen darf? Sie sehen eigentlich ganz gut in Form aus. Vielen Dank für die Blumen. Nun, ich habe da allerdings so ein paar Stellen, die bedürfen einer dringenden Korrektur. Was sind das für Stellen, Mr. Jäger? Nun, ich... Ich hoffe, es hat nichts hiermit zu tun. Sind Sie eigentlich nur Jäger oder auch Sammler? Das eine kann nicht ohne das andere. So ist es. Trifft für die beiden hier unten auch zu. Komm her. Was soll das werden? Ich wollte dir zeigen, was der Onkel Doktor mir gegeben hat, Darling. Kraft hat er mir gegeben. Ja. Ich werde dir mit bloßen Händen das Rückgrat brechen. Nein! Dorian! Dorian! Was? Oh, was ist los? Ich glaube, eine Rippe ist gebrochen. Ich glaube nicht gebrochen, aber ziemlich stark geprellt. 2 bis 3 Tage Bettruhe und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Bettruhe? Ich kann nicht... Ich muss mit dir reden. Ja? Das denke ich auch. Was ist mit Lorna? Bleib liegen, sie ist über den Berg. Wenn sich bei ihr keine Komplikationen einstellen und sie keine Anzeige gegen dich erstattet, kommst du noch mal mit einem blauen Auge davon. Warum hast du sie auf mich angesetzt? Also entschuldige, ich wusste ja nicht, dass du zur anderen Fakultät gewechselt bist. Du wolltest was über diesen Dr. Robert Fuller wissen. Und da habe ich gehört, dass Lorna mit ihm bereits geschäftlich zu tun hatte. Ich konnte ja nicht wissen, dass du ihr im Rausch der Sinne eine 10 Pfund schwere Bronzefigur über den Schädel ziehst.
Wo sind meine Sachen? Da drüben auf dem Stuhl. Ich nehme an, du vermisst das hier. Das ist kein Spielzeug, Jeff. Nein, ist es nicht. Es ist eine Beretta 92 FS 9mm Parabellum. Woher weißt du? Ich habe gedient bei der amerikanischen Luftwaffe. Und dort hat jeder den gleichen Freund. Ich? Mit einem ganz kleinen Unterschied. Deine Patronen, also die Parabellum, die hier drin stecken, sehen etwas anders aus, als ich sie in Erinnerung habe. Sieh, wie es packe. Parabellum. Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Ich denke, jetzt sind einige Antworten fällig. Welchen Krieg bereitest du hier vor? Guten Abend, Sir. Was kann ich für Sie tun? Guten Abend. Morton, ich hatte ein Zimmer reserviert. Mr. Morton. Selbstverständlich. Wenn Sie dies bitte ausfüllen wollen. Ja. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise? Ja, hatte ich. Danke. Bitteschön. Vielen Dank, Sir. Ihre Zimmernummer ist die 418. Danke. Ich müsste mal telefonieren. Aber selbstverständlich. Timothy Morton, ich bin da. Willkommen im schönen Kalifornien, Mr. Morton. Es ist alles vorbereitet, wie Sie es gewünscht haben. Gut. Ich werde morgen früh um 9 bei Ihnen sein. Ja, Sir. Gute Nacht. Gute Nacht, Sir. Und dann hat er sich diesen Klotz hingesetzt, dieses Sanatorium. Nachdem halb Hollywood zu ihm hingelaufen war, hatte er ja genug Geld gemacht. Nun konnte die andere Hälfte kommen. Er fing an mit Nasen- und Brustkorrekturen. Und alle waren begeistert. Man sah keinerlei Narben. Schließlich machte er auch größere Sachen. Und am Ende kamen sogar Kriegsversehrte und ließen sich von ihm Arme und Beine reparieren. Reparieren? Ja, da gab's diese Geschichte von dem Mann, dem der rechte Unterschenkel bei einer Bombenexplosion abgerissen worden war. Der war bei Fuller im Sanatorium und kam mit zwei Beinen wieder raus. War ganz groß in den Zeitungen. Von da an war Fuller Hollywoods Goldjunge. Und woher stammte das neue Bein? Anonymer Spender stand in den Zeitungen. Und keiner hat nachgefragt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er vor ein paar Monaten wohl abrupt abgereist. Keiner weiß wohin. Und seitdem ist er nicht wieder aufgetaucht. Man hat vermutet, es habe mit einer Steuerschuld zu tun. Was die Leute halt so reden. Der Kasten, also das Sanatorium, steht seitdem leer. Wird wohl von so einer Gesellschaft verwaltet. Hier müssen wir rechts. Da drüben ist es. Jetzt weiß ich, warum du immer Kasten sagst. Ja, war wohl ein Freund des Bauhaus, unser lieber Doktor. Sieht halt aus wie ein großer Schuhkarton. Du musst nicht mit rein. Meinst du, ich fahre den weiten Weg hier raus, um dann im Wagen sitzen zu bleiben? Außerdem habe ich das hier mit. Wow, neu? Nein, habe ich geerbt. Von meinen beiden Onkeln. Deinen beiden Onkeln? Smith und Wesson. Da drüben. Ein Gärtner stutzt die Hecken. Alles sehr gepflegt und ordentlich. Es scheint geöffnet zu sein. Schauen wir mal. Da ist jemand. Was kann ich für Sie tun? Hallo, mein Name ist Dorian Hunter. Ich hätte gern den Verwalter dieses Sanatoriums gesprochen. Das bin ich. Louis Goddard. Angenehm. Mein Freund Mr. Parker. Hallo. Setzen Sie sich doch. Nun, Mr. Hunter.
Ein Freund, der bei Dr. Fuller in Behandlung war, gab mir die Adresse des Sanatoriums. Ich habe da nämlich ein Problem und glaube, dass mir dabei nur Dr. Fuller helfen kann. Tut mir leid, Mr. Hunter. Aber ich glaube, Sie haben den weiten Weg umsonst gemacht. Dr. Fuller praktiziert nicht mehr. Da muss ich doch was machen lassen. Ich meine, am Geld soll es nicht liegen. Ich wäre schon froh, wenn Dr. Fuller mich empfangen würde und ich ihm mein Anliegen vortragen könnte. Ich bin überzeugt, dass mein Fall auch medizinisch für ihn interessant ist. Ganz ohne Zweifel. Das Dumme daran ist nur, dass Dr. Fuller schon seit einem halben Jahr verreist ist. Dass ich keinen Nachfolger für ihn finden ließ, ist das Sanatorium leider bis auf Weiteres geschlossen. Hat Dr. Fuller nicht eine neue Adresse hinterlassen? Er wird ja nicht vom Erdboden verschluckt worden sein. Ich bin lediglich der Verwalter des Gebäudes, Mr. Hunter. Ich kenne Dr. Fullers Aufenthaltsort nicht und ich habe auch keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Sie sehen, ich kann Ihnen nicht helfen. Das ist sehr bedauerlich. Dann wollen wir Sie nicht länger aufhalten. Ja. Ich begleite Sie zum Wagen. Sehr freundlich. Was sagen Sie zu 50 Dollar? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. 50 Dollar. Was sagen Sie dazu? Gar nichts, Mr. Hunter. Ich unterhalte mich normalerweise nicht mit Geld. Man kann es ja mal versuchen. Selbstverständlich. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Rückfahrt. Hey! Oh, entschuldigen Sie vielmals. Der reißt den ganzen Griff aus der Tür. Es tut mir leid. Ich werde Ihnen den Schaden selbstverständlich ersetzen. Vergessen Sie es. Geben Sie mir den Griff. Bitte. Mein schöner Rolls. Steig ein. So eine Scheiße. Er hat mit einem einzigen Rock den gesamten Türgriff aus der Karosserie gerissen. Was meinst du? Das ist nach Lorna Blue bereits die zweite Person mit übermenschlichen Kräften, die ich hier treffe. Du vergisst unseren Gouverneur. Pass auf, der Wagen! Der hatte es aber ziemlich eilig. Hast du gesehen, wer drin saß? Nein, war aber so ein schwarzer Luxuslinker. Die fahren hier leider zu Tausenden rum. Du weißt ja, wer was auf sich hält. Ja. Was bedeutete das eben? Du glaubst, dieser Goddard ist nicht von sich aus so stark? Nein, genauso wenig wie Lorna. Du glaubst, Fuller hat ihnen irgendwas gegeben, dass sie so sind? Ich kann dir nicht sagen, wie er es gemacht hat. Aber irgendwas hat er gemacht. Sonst hätte mich Lorna wohl kaum fast zerdrücken können. Es kann also nicht sein, dass du bei ihrem Anblick etwas schwach geworden bist und sie deshalb... Hör auf damit, Jeff. Ja, ja, ist ja gut. Es ist nur so verdammt schwer zu glauben, was du da gestern alles erzählt hast. Verstehst du? Da sehe ich dich eine Zeit lang nicht und höre nichts von dir und dann kommst du rüber und erzählst, du würdest jetzt mit dem Secret Service zusammenarbeiten und Geisterjäger sein. Dämon, Jeff. Das andere ist ein Hollywood-Film. Ja, ist ja gut. Du weißt, was ich meine. Und es tut mir auch leid, ehrlich, diese Scheiße mit Lillian und dass ich jetzt vielleicht den Rest ihres Lebens in diesem Sanatorium in London fristen muss. Aber dieser Mann, der nur so groß sein soll wie eine Puppe. Donald Chapman. Das ist so verdammt schwierig zu glauben, weißt du? Ich weiß, Jeff. Und das war ganz sicher auch ein bisschen viel Information, um es gleich auf einmal zu verdauen. Aber ich traue dir und ich brauche deine Hilfe. Ich werde diese Schweine, die Lillian auf dem Gewissen haben, schnappen. Und ich werde sie alle in die ewigen Jagdgründe schicken. Ich weiß, dass es Lillian nicht wieder gesund macht, aber ich bin es ihr schuldig. Drei habe ich bereits erwischt, oder besser, sie haben mich erwischt. Aber ab jetzt werde ich nicht mehr der Gejagte sein, sondern der Jäger. Ich werde Fuller aufstöbern und... Jeff? Jeff! Was zum Teufel ist das? Jeff! Scheiße! Ich hab dich! Ich hab dich! Komm raus! Komm raus! Was war das? Oh nein! Der schöne Rolls! Sieh dir das an. Was ist das? Sieh hin. Gott, zwei Arme, an der Schulter zusammengewachsen, nichts dazwischen.
Zwei Arme haben mich gewürgt. Nur zwei Arme. Ah! Der zuckt noch. Oh mein Gott. Die hat man uns ins Auto gelegt, als wir mit Gollard sprachen. Er kann einzelne Körperteile lebensfähig machen? Das hat nichts mehr mit Medizin zu tun, wenn du das meinst. Mit was hat das dann zu tun? Ich weiß nicht, ob du das hören willst. Ist nämlich schwer zu glauben. Wo ist er jetzt? Er geht zusammen mit Jeff Parker soeben zurück Richtung Hollywood Hills. Er geht? Der Wagen der beiden, ein Rolls zugelassen auf Parker, ist in eine Schlucht gestürzt und explodiert. Die beiden sind zuvor herausgesprungen. Oh, Ärger mit der Straßenführung? Wohl eher mit der Bremse. Behalten Sie ihn im Auge. Geht's besser? Beschissen. Ich habe das Gefühl, meine Rippen sind jetzt völlig durch. Du musst zu einem Arzt. Am besten du gehst zu meinem Arzt, Dr. Hopper. Apropos Doktor. Ich kann's immer noch nicht glauben. Zwei Arme. Könnte man ja richtig Geld mitmachen. Da engagieren wir beim Film immer diese teuren Special-Effects-Leute und Jeff. Dabei... Ich höre schon auf. Da kommt ein Auto. Na, dann mal Daumen raus. Der denkt gar nicht daran zu bremsen. Pass auf! Stopp! Das war der schwarze Lincoln. Ja. Der hat diese verspiegelten Scheiben. Ich konnte immer noch nicht reingucken. Das Nummernschild? Zu staubig. Da kommt noch einer. Ja. Jetzt bist du dran. Okay. Hallo. Kann ich Sie irgendwohin mitnehmen? Das können Sie tatsächlich. Wohin fahren Sie denn? Wo wollen Sie denn hin? Ben! Mr. Parker, was tun Sie denn hier? Ich mach mit einem Freund einen kleinen Spaziergang. Das ist Dorian Hunter. Hüpfen Sie rein. Angenehm. Ben Latimer. Ben ist bei unserem neuen Film einer der Maskenbildner. Ah, einer von den Special Effects Leuten, was? Nein, nein, das machen die anderen. Ich mach nur Maske. Was machen Sie hier draußen? Ich wohne hier. Stück die Straße rauf und dann rechts. Ich wollte gerade zur Arbeit. Ich kann Sie mit ins Studio nehmen, wenn Sie wollen. Oh, das wäre wunderbar. Vielleicht können Sie vorher einen kleinen Schlenker machen und meinen Freund hier bei Dr. Hopper absetzen. Aber sicher. Das ist nicht nötig. Keine Widerrede, du lässt das angucken. Jeff. Dorian, tu mir den Gefallen. Ich denke, ich habe noch einen gut. Okay. Sagen Sie, Mr. Latimer, wenn Sie hier draußen wohnen, dann kennen Sie doch bestimmt das Sanatorium, oder? Sie meinen das Karmeliter-Sanatorium, nehme ich an. Aber sicher kenne ich das. Aber ich glaube nicht, dass die Ihnen da helfen können. Soweit ich weiß, praktiziert der Arzt nicht mehr. Nein, nein, nicht meinetwegen. Was ist denn da jetzt drin im Sanatorium? Ich habe keine Ahnung. Ab und an sehe ich die teuren Wagen die Straße hochfahren. Aber die bleiben nie länger als über eine Nacht. Und ab und zu besorge ich ein paar Lebensmittel für diesen Verwalter. Sie kennen diesen Goddard? Na, nicht wirklich. Ich besorge ab und zu was für ihn, das ist auch schon alles. Ich kann jeden extra Penny gebrauchen, wissen Sie? Meine Ex presst das Letzte aus mir raus. Was da sonst abgeht, weiß ich nicht. Aber ich kann mich umhören, wenn Sie wollen. Das gelbe Gebäude dort. Da vorne können Sie halten. Hier. Ich gebe Ihnen mal meine Nummer. Wenn Sie was rausfinden, rufen Sie mich einfach an. Könnte ein paar Penny bringen. Ich lass von mir hören, Mr. Hunter. Gut. Ich bring dich rein. Nicht nötig. Du rufst mich an und sagst mir, was er gesagt hat. Ja, Mom. Thank you.
ein Haus am Doheny Drive, Nummer 502. Was ist dort? Moment. Das ist die Praxis von Dr. Carlion Hopper, Allgemeinmediziner. Parker? Ist noch im Lieferwagen. Fährt mit dem anderen fort. Verfolgen Sie ihn und finden Sie raus, wer das ist, der da fährt. Was ist mit Hunter? Um den kümmere ich mich. Sie können reingehen, der Doktor wartet. Danke. Hallo? Ich bin hier drüben, Mr. Hunter. Schließen Sie doch bitte die Tür. Sie haben es ja stockfinster hier drin. Das hat auch seinen guten Grund. So können Sie sich besser Ihr Röntgenbild ansehen. Es hängt dort im Leuchtkasten. Aha. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich denke, Sie haben großes Glück gehabt, Mr. Hunter. Es ist zumindest kein Bruch. Ihre vorherige Prellung ist durch den Unfall natürlich nicht besser geworden. Die Schmerzen beim Einatmen sind im Übrigen kein Grund zur Beunruhigung. Ich kann Ihnen etwas geben, das Sie das schon mal vergessen lässt. Allerdings sollten Sie sich einige Zeit lang schonen. Sie brauchen Ruhe. Das höre ich schon seit 2 Monaten. Setzen Sie sich doch bitte da drüben in den Stuhl. Aber gern. Wenn ich ihn finde... Warten Sie, ich habe so eine Lampe auf dem Kopf. Danke. Was wird das? Das ist eine Beruhigungsspritze. Zusammen mit dem Schmerzmittel, von dem ich Ihnen gerade erzählte. Machen Sie mal eine Faust. Gut. Was ist mit Ihren Fingern? Alles in Ordnung, Mr. Hunter. So. Hauptsache, die Spritze macht mich nicht völlig... Sie wird Ihnen helfen, sich für eine längere Weile einmal völlig zu entspannen. Wenn Sie wieder zu sich kommen, fühlen Sie sich wie neu. Für Sie tun? Ich möchte zu Mr. Dorian Hunter. Sind Sie ein Angehöriger? Oh, das tut mir leid. Mr. Hunter kann keinen Besuch empfangen. Es ist sehr dringend. Mr. Hunter wird nicht mit Ihnen sprechen können. Tut mir leid. Er hatte eine Spritze und schläft im Moment. Ich muss mit Ihrem Chef reden. Ich bin mir nicht sicher, ob Dr. Hopper... Sofort. Die letzte Tür rechts. Dr. Hopper? Mein Name ist Tim Morton, ich muss Sie sprechen. Na, kommen Sie rein. Aber schließen Sie die Tür, Mr. Morton. Ja. Gibt es hier kein Licht? Ich habe hier gerade eine sehr empfindliche Bakterienkultur zu untersuchen. Nehmen Sie doch Platz. Ich habe nicht vor, mich im Dunkeln mit Ihnen zu unterhalten. Vielleicht können Sie Ihre Kultur für einen Moment beiseite stellen. Das ist mir leider nicht möglich, ich bedauere. Sie werden jetzt sofort alles beiseite räumen, was Sie retten wollen. Ich mache das Licht an und dann werden wir uns Auge in Auge unterhalten. Wer sind Sie? Und was soll das hier werden? Ich habe schlechte Erfahrungen mit dunklen Räumen. Sehen Sie mir diese Schwäche nach. Des Weiteren stelle ich hier die Fragen. Wo ist der Schalter? Tun Sie es nicht! Und ob ich das werde? Bitte! Na, nun sagen Sie es schon. Selten so etwas Abscheuliches gesehen. Sie irren sich, Dr. Hopper. Ich habe so etwas schon öfter gesehen, als mir lieb ist. Aha. Und? Was wollen Sie wissen? Eigentlich wollte ich lediglich ein paar Auskünfte über Mr. Hunter von Ihnen, aber so wie Sie aussehen, kommen wohl noch ein paar Fragen hinzu. Mr. Hunter, Ihr Frühstück. Was? Oh,
Wo bin ich? Sie sind in Beverly Hills, in der Praxis von Dr. Hopper. Ah ja. Wie lange habe ich geschlafen? Seit gestern Nachmittag schlafen Sie. Es ist Donnerstagmorgen. Donnerstag. Oh Mann. Mr. Park hat ein paar Mal für Sie angerufen. Sie sollen sich sofort bei ihm melden, wenn Sie wieder auf sind. Ja. Sie können dieses Telefon benutzen, wenn Sie mögen. Ja. Ich hoffe, Sie mögen Rührei. Sehr gerne. Vielen Dank, Schwester. Nennen Sie mich Carol. Schwester Carol. Danke. Keine Ursache. Parker? Ich bin's. Dorian, wie geht's dir? Bestens. Die haben hier fantastisches Rührei. Fein. Hör mal, ich hatte gestern noch mit Dr. Hopper telefoniert und der hat... Warte mal. Was ist? Da draußen steht der schwarze Lincoln auf der Einfahrt, der uns gestern fast umgefahren hat. Ich hab's dir gestern schon gesagt, es gibt tausende schwarze Lincolns hier in der Stadt. Was ich sagen wollte war... Warte. Was machst du? Ich zieh mich an. Ich glaube nicht, dass du... Wenn das der schwarze Lincoln von gestern ist, ist der Fahrer hier im Haus. Viel wichtiger ist, ich will wissen, wer das ist. Ich werde mich mal umsehen. Jetzt hör mir doch mal einen Moment zu. Ich ruf dich gleich vom Handy zurück. Warte! Natürlich hat dieser Vorfall an deinen Nerven gezerrt. Aber ich weiß nicht, an meinen Nerven gezerrt? Sei mir nicht böse, Dorothy. Aber du hast nicht den Schimmer einer Ahnung. Und weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Wie hat er das über mich rausgekriegt, wenn du ihm nichts gesagt hast? Ich habe dich nicht verraten. Wie könnte ich? Komm, das musst du mir glauben. Warte. Hopper? Ja? Wer? Gut, dass Sie zurückrufen. Ja, das wäre ganz wunderbar. Gut. Ja, ich komme. Ach, sofort, selbstverständlich. Bis gleich. Ich muss weg. Bitte glaub mir, Carl. Dorothy, wir sprechen nachher weiter, okay? Gib mir mal die Decke. Ja. Kommst du mit raus, oder... Ich komme mit. Oh. Parker? Du wirst es nicht glauben. Dorian, hör mir doch mal zu. Der schwarze Lincoln gehört Dorothy Malone. Dorothy? Ja, sie steigt gerade ein. Sie war hier und hat sich mit Hopper unterhalten. Ein ziemlich seltsames Gespräch. Meinst du das? Ich weiß auch nicht, aber eins wissen wir jetzt genau. Dorothy war gestern beim Sanatorium. Sie weiß irgendwas. Und ich werde sie fragen, was das ist. Ich weiß übrigens auch etwas. Was? Das versuche ich dir ja schon die ganze Zeit zu erzählen. Ich hatte doch mit Hopper telefoniert. Und der hat mir erzählt, dass er die Kleine angestellt hat. In seiner Praxis. Als Aushilfe. Die Kleine? Welche Kleine? Na, Lorna. Lorna? Lorna Blue ist hier? Das versuche ich dir die ganze Zeit zu sagen. Hallo, Darling. Dorian! Dorian! Dr. Hopper, freut mich, Sie kennenzulernen. Treten Sie ein, treten Sie ein. Vielen Dank. Ja, wissen Sie, ich habe Ihre Nummer von einer Bekannten, die meinte, dass Sie mir vielleicht helfen könnten. Ganz bestimmt kann ich das. Sie dürfen übrigens die Brille und das Tuch ruhig abnehmen. Nun, es handelt sich bei mir nicht um eine zu große Warze oder so etwas. Ah, kein Problem, kein Problem. Ich habe schon eine Menge gesehen. Machen Sie sich wegen mir keine Gedanken. Meinen Sie? Ich hatte sogar schon mal das ein oder andere Brandopfer. Schlimmer kann es nicht sein. Gut. Oh,
Oh. Und? Können Sie da was machen oder kennen Sie einen, der da was machen kann? Nun, mit Schminke kommt man da nicht besonders weit. Aber ich bin ganz sicher, dass man da was machen kann. Sorry, Boy. Warum willst du Launa davonlaufen, die solche Sehnsucht nach dir hat? Das hättest du jetzt nicht tun dürfen, Dory Boy. Jetzt bin ich ein bisschen böse und werde dir jeden Knochen einzeln brechen. Was willst du eigentlich? Das ist ganz einfach. Ich habe den Auftrag, dich zu töten. Und das werde ich auch tun. Okay, jetzt ist Feierabend mit diesen Spielchen. Oh, schade. Jetzt fängt es gerade an, mir Spaß zu machen. Ah, meine schöne Titte. Weißt du, was die gekostet hat? Oh, das tut mir leid. Dann nehme ich jetzt was bestimmt ganz günstig zu haben war. Dein Gehirn. Sorry, Boy. Mr. Hunter, was ist hier los? Hat hier jemand geschossen? Nein, nein, Ihrer Kollegin sind die Brüste geplatzt und noch ein paar andere Dinge. Vielleicht können Sie das in Ordnung bringen. Ich habe einen wichtigen Termin. Vielen Dank. Aber... Parker? Ja, ich bin's. Dorian, geht's dir gut? Alles in Ordnung? Ich laufe den Sunset runter. Gabel mich auf. Was war mit Launa? Erst hat sie mir einiges Kopfzerbrechen bereitet, dann ich ihr. Erzähl ich dir gleich. Komm her, wir haben's eilig. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Hunter ist aus der Praxis abgehauen. Aha. Viele Leute kennt er hier in der Stadt nicht. Nein. Sir? Das heißt, er wird sich an jemanden wenden, den er kennt. Ja, Sir. Was ist mit diesem Millionär? Wir sind dran. Gut. Jeff, was ist denn so Wichtiges? Wir müssen mit dir sprechen, Dorothy. Oh nein, nicht dieser grobe Engländer. Hör auf mit dem Theater, lass uns rein. Bitte, wenn du darauf bestehst. Was ist denn mit deinem Gesicht? Ach, irgend so ein blöder Ausschlag. Ich nehme schon meine Creme, mach dir keine Sorgen. Am Set werde ich wieder aussehen wie das blühende Leben. Dorothy, wir werden Ihnen ein paar Fragen stellen und dann sind wir auch wieder weg. Ja, das würde ich doch hoffen. Warum waren Sie vorhin in der Praxis von Dr. Hopper? Dorothy, ich weiß nicht, ob du Dorian zugehört hast, aber... Ich hab zugehört. Wissen Sie, Dorothy, ich habe am Anfang geglaubt, Sie steckten mit Fuller unter einer Decke. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sie eher zu seinen Opfern als zu seinen Verbündeten gehören. Habe ich recht? Und wenn es so wäre... Was haben Sie gestern draußen in der Klinik von Fuller gemacht? Wovor haben Sie Angst, Dorothy? Was hat Robert Fuller Ihnen angetan? Ich... Ja? Ich hatte was mit ihm. Was? Der Gesuchte befindet sich zusammen mit Jeff Parker in der Villa der Schauspielerin Dorothy Malone. Sehr gut. Eingreifen? Nein, abwarten. Vorerst. Ich komme hin.
Es war vor einem Jahr. Da war eine Party im Hilton. Ich war da, er war da. Ein Freund stellte uns vor. Ein paar Fotografen schossen ihn ab und natürlich jeden, der in seiner Nähe stand. Damals war der Name Dr. Robert Fuller in Beverly Hills der Name. Ich weiß nicht mehr genau, was in mich gefahren war, aber wahrscheinlich war es die Sucht nach Publicity und der Alkohol. Also habe ich dafür gesorgt, dass ich den ganzen Abend in seiner Nähe stand. Am Ende saßen wir in seinem Auto auf dem Weg zu ihm. Wir tranken noch was und dann hatte ich einen Filmriss. Am nächsten Morgen wachte ich auf und er war weg. Dieser Goddard brachte mir Frühstück und bestellte mir ein Taxi. Von Robert hörte ich nichts mehr, bis ich herausfand, dass ich schwanger war. Du warst was? Ich wollte sein Kind nicht haben. Ich rief ihn an, sagte ihm, er soll es abtreiben, er sei doch Arzt. Er weigerte sich. Er wollte unbedingt einen Sohn. Einen Sohn, der seinem Ebenbild entsprach. Und er war so sicher, dass es ein Sohn werden würde. Es war direkt unheimlich. Ich bin überzeugt, dass seine Hoffnung sich erfüllt hätte. Aber ich wollte dieses Kind nicht haben. Also ging ich zu Carl, zu Dr. Hopper, und ließ von ihm... Dr. Hopper hat Ihnen geholfen, das Kind von Robert abzutreiben? Ja. Kurz darauf war Robert plötzlich weg und sein Sanatorium geschlossen. Ich dachte, das war's jetzt. Du siehst ihn nie wieder. Ich war völlig erleichtert. Und dann, vorgestern Abend... Was war vorgestern? Ich wollte mich fertig machen für die Party. Ich ging rauf und dort auf meinem Bett saß Carl. Dr. Hopper? Ja. Er saß dort im dunklen Zimmer und beschwor mich, bloß nicht das Licht anzumachen. Sie taten es trotzdem? Ja. Er sah schrecklich aus. Die Beine waren nicht mehr gleich lang. Die Arme umso länger. Er hatte einen Buckel. Sein Gesicht war völlig entstellt. Das eine Auge übergroß, das andere kaum zu sehen. Sein Mund reichte bis zu den Ohren. Er hatte keine Oberlippe mehr und sah aus, als wäre er die ganze Zeit am Grinsen. Und aus dieser Fratze tropfte ständig sein Rotz auf mein Bett. Ich wusste sofort, dass Robert dahinter steckt. Fuller soll das gewesen sein? Robert hat Carl vor 3 Tagen nachts aufgesucht, an sein Bett gefesselt und mit seinen Chirurgenmessern an ihm rumgeschnitten. Er wollte sich rächen, weil Carl seinen ungeborenen Sohn getötet hatte. So hat er es Carl immer wieder und wieder gesagt. Stundenlang hat er ihn geschnitten, genäht, bis plötzlich die Polizei vor der Tür stand, wegen der Schreie. Er wollte mir doch nur einen Gefallen tun. Carl denkt, Robert sei noch nicht mit ihm fertig. Er wollte mich warnen. Es sei noch nicht vorbei. Dorothy. Robert ist zurückgekehrt. Und er lässt mich genau in dem Moment seine Rache spüren, wo sich mir die Chance auf ein Comeback bietet. Und gestern wollten Sie herausfinden, ob Fuller tatsächlich wieder da ist. Ja. Ich habe keine Angst vor ihm. Ich fuhr ins Sanatorium raus und wollte ihn zur Rede stellen. Aber dieser Verwalter, dieser Goddard, verleugnete ihn. Aber ich weiß, dass er lügt. Du hast uns fast umgefahren. Ich wollte nicht, dass mich jemand sieht. Ich will diesen Film mit dir machen, Jeff. Ich wollte nicht, dass du weißt, dass ich... Ist schon gut, Mrs. Malone. Miss. Miss Malone, Entschuldigung. Wenn das so ist, wie Sie sagen, sind Sie und Dr. Hopper noch immer in großer Gefahr. Wir sollten... Wohin ist Dr. Hopper vorhin eigentlich gefahren? Er hatte einen Termin bei diesem Latimer. Latimer? Ben Latimer? Ja, ich hatte den Kontakt gemacht. Carl wollte wissen, ob Latimer ihn so wieder herrichten könnte, dass er wenigstens weiter seiner Arbeit nachgehen kann. Woher kennen Sie Mr. Latimer? Na, der schminkt mich doch jeden Tag.
hinter uns. Gleich kommt der Foothill-Bewahr. Lassen Sie sich auf keinen Fall abhängen. Ich versuche, zu Ihnen aufzuschließen. Sie wechseln auf den Angeles Crest Highway. Gut. Ich bin ungefähr 10 Minuten hinter Ihnen. Sie können sich denken, wo es hingeht, oder? Kann ich. Trotzdem möchte ich ungern überrascht werden, also bleiben Sie dran. Ja, Sir. Mr. Hunter, Mr. Parker, was verschafft mir die Ehre? Mr. Latimer, wir suchen Dr. Hopper. Haben Sie eine Ahnung, wo wir ihn finden können? Oh, das tut mir leid, er war vorhin noch hier. Und wo ist er jetzt? Na, wir waren hier gerade fertig. Da ruft dieser Goddard an und gibt seine Bestellung auf, was ich ihm heute noch alles bringen soll. Und während wir so sprechen, kommt plötzlich einer seiner Gärtner bei ihm reingelaufen und schreit rum. Er hätte sich mit der Heckenschere die halbe Hand abgeschnitten. Und Goddard wird hektisch und fragt, ob ich einen Arzt kennen würde. Ja, und da ich gerade einen da hatte, habe ich Dr. Hopper schnell raufgefahren. Hopper ist im Sanatorium. Wir müssen darauf. Aber so, dass uns keiner bemerkt. Ja. Na, das ist einfach. Ich muss die ganzen Kisten mit den Einkäufen noch hochfahren. Die sind groß genug. Da passt jeder von ihnen eine rein. Auf das Goddard sie öffnet und uns die Türklinke von der Backe reißt. Ah, das läuft immer gleich ab. Ich fahre rauf, die lotsen mich vor den Lieferanteneingang. Da stehen 3 Typen, wuchten die Kisten ins Haus und schwupp bin ich wieder weg. Die stellen die Dinger erstmal in den Vorratsraum. Da haben die noch nie reingeguckt, ob ich das Richtige angeliefert habe. Ich meine, wenn ich nicht das Richtige anliefern würde, wäre ich den Job sowieso bald los. Jeff? Oh nein. Dorian, ich bitte dich. Das ist eine absolute Blödsinnsidee und ich habe Platzangst. Das hatte Lorna auch. Lagebericht. Hunter und Parker sind vor einer halben Stunde auf das Grundstück. Sie sprachen kurz mit Ben Latimer und sind dann gemeinsam in der Garage verschwunden. Nach 10 Minuten fuhr Latimer mit seinem Pickup raus und haute ab. Wohin fuhr er? Den Carmelita Canyon weiter rauf. Zum Sanatorium. Anzunehmen. Und Hunter und Parker? Waren definitiv nicht im Pickup. Seitdem sie in der Garage verschwunden sind, haben sie nicht gesehen? So ist es, Sir. Zugriff! Was? Wir sehen nach. Mr. Hunter? Hier ist niemand, Sir. Ins Haus. Mr. Hunter? Mr. Parker? Auch niemand, Sir. Warten Sie. Das ist Blut, Sir. Ja. Das hier. Was ist das? Fäden. Ich verstehe nicht. Medizinische Fäden. Damit näht man Wunden. Hopper war hier. Es ist soweit. Was, Sir? Rufen Sie die Kavallerie. Wohl sonst der Käse transportiert. Das ging ja besser als gedacht. So wie die
die die Kisten hier reingeworfen haben, essen die meistens wohl bunte Pfannen. Hauptsache, wir sind drin. Ja, und jetzt? Ich meine, wie ist der Plan? Wir werden uns erstmal umsehen. Guter Plan. Der Plan ist ganz einfach. Fuller finden und töten. Hast du eigentlich Smith und Wesson dabei? Glaubst du denn, ich gehe unbewaffnet in ein Sanatorium? Komm. Gibt's hier kein Licht? Hier drüben ist eine Tür. Ach du Scheiße. Särge. Bis zur Decke raufgestapelt. Ich nehme an, dies ist der Vorratsraum für Versuchsmaterialien. Gleich neben dem Essen. Wie appetitlich. Der Sack da drüben steht offen. Man muss nicht überall reingucken, Dorian. Da fehlt was. Ich will's gar nicht wissen. Hier liegt nur noch der Rumpf drin. Ich höre gar nicht hin. Jeff. Ne? Du kannst hier bleiben, wenn du willst. Auf diesem Friedhof hier? Vergiss es. Ich meine, schon im nächsten Raum könnten wir eine noch viel seltsamere Entdeckung machen. Vielleicht kommen uns die Arme und Beine eines Mannes entgegen, ohne den Rest vernehmen. Verstehst du? Ich kann mich gut an unsere Autofahrt erinnern, wenn du das meinst. Ich spüre jetzt noch diese Finger an meinem Hals. Wenn du... Kein Problem. Ich bin in Ordnung. Für alles gewappnet und bewaffnet. Gut. Was war das? Da ist jemand im Zimmer. Melon, Sie waren doch gestern bereits da und ich sagte Ihnen... Es ist mir verdammt nochmal egal, was Sie sagten. Ich will mit Robert sprechen. Robert ist... Wagen Sie es nicht, mich anzulügen, Goddard. Ich weiß, dass er da ist. Kommen Sie rein. Kommen Sie. Wir gehen in mein Büro. Na, langsam scheinen Sie Vernunft anzunehmen. Bitte. Danke. Was soll das? Machen Sie sofort wieder auf! Hallo, Miss Melon. Mr. Latimer, was tun Sie hier? Brust in einer Kiste. Sieh dir die Arme an. Sie sind völlig ungleich. Das ist Dr. Hopper. Mr. Parker? Das ist doch wieder eins von deinen Spielschrauben. Dr. Hopper, wir sind es wirklich. Sie sind es wirklich? Ja. Dann töten Sie mich! Was? Dann töten Sie mich und fliehen Sie von hier, solange Sie noch können. Sagen Sie doch nicht sowas. Wir werden diese Kiste öffnen und dann holen wir Sie da raus und dann... Was? Dr. Hopper steckt nicht in der Kiste. Was? Aber er guckt doch oben raus. Er guckt nicht oben raus. Was? Im Zimmer nebenan war doch dieser geöffnete Sarg. Ja und? Darin liegt der Rest von Dr. Hopper. Was erzählst du denn da? Steht doch hier vor und... Oh mein Gott! Robert, ist der Teufel im Menschengestalt? Flieht, ihr Narren! Er ist wahnsinnig geworden. Oh mein Gott! Sein Lachen wird uns verraten. Wir hauen ab. Aber Hopper! Kümmern wir uns später drum.
Komm. Was ist das? Hörte sich an, als würde jemand lachen. Lachen? Ja, ich denke, wir werden hier nicht mehr lang eingesperrt bleiben. Wie meinen Sie das? Oh, Mr. Hunter ist hier, zusammen mit Jeff. Sie werden uns hier rausholen. Oh, gut. Und ich will hoffen, Sie erwischen Robert, diesen Wahnsinnigen. Kommt jemand. Los, hier rein. Hier ist es stockfinster. Egal. Mach die Tür zu. Hallo? Wer ist da? Wer sind Sie? Ich bin Dorian Hunter. Das ist mein Freund Jeff Parker. Jeff Parker? Kommen Sie hier rüber ins Licht. Ben Latimer! Sie haben ihn geschnappt! Scheiße. Haben Sie Gonnard erzählt, dass wir hier sind? Wer sind Sie? Ben. Ich bin es, Dorian Hunter. Ich kenne Sie nicht. Aber Sie haben uns doch beide eben hergefahren. Ich habe schon lange keinen mehr gefahren. Was haben die mit Ihnen gemacht? Wie lange sind Sie schon hier drin, Ben? Viele Wochen ist es her. Was soll das bedeuten? Wer hat uns denn dann hergefahren? Und machen uns die Tür auf. Sie wollen, dass die Tür auf ist? Ja, was denn sonst? Oh, das können wir doch schnell machen. Sie haben einen Schlüssel für diese Tür? Und wir sitzen hier drin? Sind Sie völlig bescheuert? Immer noch die gleiche alte Schreckschraube. Was? Du wolltest doch die ganze Zeit zu mir, oder nicht? Jetzt bist du da. Willkommen. Robert? Ja. Ich bin es. Robert. Oh, ich sehe in deinem Gesicht, meine Schminkkünste haben sich bewährt. Mein Ausschlag? Du? Das war übrigens richtig nett von dir, dass du mich deinem kleinen Freund Hopper empfohlen hast. Denn ich war noch nicht ganz fertig mit ihm. Mist! Du hättest dieses Flackern in seinen Augen sehen sollen. In dem Moment, wo ihm bewusst wurde, dass das noch nicht alles gewesen ist. Du Scheusal! Ich war richtig ein bisschen aufgeregt. Ich hatte doch noch so viel mit ihm vor. Nein! So wie mit dir. Nein! Nein! Was ist? Irgendwas hat mich angefasst. Ist hier noch jemand? Nein, hier bin nur ich. Was ist hier los? Warte, ich hab Feuer. Arme, Beine, Finger, Köpfe, alles Teile von Menschen. Und alle miteinander verbunden. Adern, Sehnen, Muskeln. Ein Lebenskollektiv. Es sitzt in der Tür und wir kommen nicht raus. Mein Schöner. Meister.
Hallo, Bruder. Deinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, bist du höchst interessiert an meiner kleinen Lebensgemeinschaft. Nicht wahr? Damit du einen besseren Einblick gewinnst, mein lieber Dorian, werde ich dich ihr einverleiben. Und deinen Freund Parker gleich mit. Vielen Dank für das Angebot. Aber ich muss nach Hause. Du gehst nirgendwo hin, Parker. Meine Hand! Ich blute! Ja. Das Handwerkszeug eines Chirurgen ist scharf und präzise. Es fasst mich an. Ruhig, mein Schöner. Weißt du, wie es funktioniert, Dorian? Ich zeige es dir. Was ist das? Ach, das ist nur ein Arm, den Dorothy erübrigen konnte. Dorothy? Ich warf ihn einfach hin, siehst du? Es braucht Blut. Wie ein ganz normaler Kreislauf. Es giert danach, es greift danach. Und dann verleibt es sich das Stück selbst ein. Der Arm. Er bewegt sich. Und schon ist es um ein Stückchen größer geworden. Das ist nicht wirklich. So ein Pech, dass du die Wahrheit nicht erkannt hast, Dorian. So einfach hatte ich es mir gar nicht vorgestellt. Ich habe geglaubt, ich müsste dich mit Gewalt hierher schleppen. Und dann steigst du einfach in die Kiste, die ich dir hinstelle. Und lässt dich herfahren. Wie dumm von mir. Ich werde einfach etwas aus euch rausschneiden. Und den Rest erledigt mein Schöner hier für mich. Was sagst du hierzu? Oh, du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass du damit hier rauskommst, oder? Robert, da bist du ja, Robert. Ich wusste, ich finde dich. Oh, seh doch nur. Der arme, etwas zu kurze Dr. Hopper zieht sich an seinen ärmlichen Ärmchen über den Boden. Da bist du ja. Ja, kriech ruhig rein, Karl. Ich wollte dich eh mit meinem Schönen hier bekannt machen. Ja, nimm ihn dir. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein, oder Robert? Wir sind doch noch nicht fertig, oder? Es gibt doch noch so viele Stellen, die beschnitten werden wollen. Ich bin doch noch nicht fertig, oder? Was ist mit ihm? Er hat den Verstand verloren, Robert. Dank dir. Oh, nein. Ich mach mich fertig. Mach mich fertig. Schneide. 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 Komm. Lass ab, mein Schöner. Lass ab. Lass ihn nicht rein. Jetzt bin ich kein. Bin ich kein. Jetzt bin ich kein. Dein Schöner wird, glaube ich, gerade wahnsinnig kein. Jetzt bin ich kein. Nein. Komm her. Lass mich los. Du wolltest mich doch noch schneiden. Komm, nein. Schneid. Schneid. Hier, um die Ecke. Scheiße. Mr. Hunter, Mr. Parker, ich würde Ihnen empfehlen, die Waffen ganz langsam zu Boden zu legen. Meine Leute haben ziemlich viel Kraft. Da kann es schon mal passieren, dass man nicht weiß, wohin damit. Und dann zuckt plötzlich der Finger und ping, sie sind weg. Sie schulden mir eine Türklinke. Wenn Sie mir das Auto dazu bringen, schraube ich Ihnen eine dran. Ich glaube, Ihrem Chef da hinten geht's nicht ganz so gut. Er wird noch eine Minute aushalten können. Bis dahin sind wir hier fertig, darf ich Ihnen verraten. Was ist alles in der Welt? Ich hier rüber. Hier rüber. Mir halt. Mein Bein! Ich werde dich in kleine Stücke reißen. Gott hat mein Bein! Ich werde dich. Mach was! Keine Stücke. Ich habe keine Waffe. Aber ich. Willkommen in den USA, Mr. Hunter. Wer sind Sie? Mein Name ist Timothy Morton. Ich bin vom FBI aus New York. Und was
tun Sie hier? Haus ist unter Kontrolle. Was sollen wir machen? Gut. Bringen Sie unsere Leute raus, zünden Sie den ganzen Schuppen an. Nichts von dem hier drin verlässt das Gelände lebend. Haben Sie mich verstanden? Ja, Sir. Entschuldigung, was sagten Sie, Mr. Hunter? Ich fragte, was Sie hier tun. Meine Arbeit. Und da er bei uns auf dem Set als Maskenbildner arbeitete, peinlicher um seiner Ex-Frau, Gott hab sie selig, eins auszuwischen, und ich Blödmann nichts anderes zu tun hatte, als jedem zu erzählen, dass mein guter Freund Dorian Hunter demnächst bei mir zu Besuch ist, wird das dort wohl mitbekommen haben. Aha. Und Sie? Das FBI wusste von Fullers Machenschaften? Nein, das FBI weiß eigentlich gar nichts. Ich verstehe nicht. Diese Aktion hat mit dem FBI praktisch nichts zu tun. Ich bin, wenn Sie so wollen, eine Ein-Mann-Sonderkommission innerhalb des FBI. Ich gehöre zwar dem FBI an, aber ich bin dennoch auf mich allein gestellt. Ihr Dienstherr? Ein Herr ziemlich weit oben. Aktionen gegen Familienmitglieder muss ich offiziell als ganz normale Fälle ausgeben, so auch diesmal. Man hat mir die Soldaten zur Verfügung gestellt, weil ich angab, dass sich im Sanatorium die Zentrale einer terroristischen Zelle etabliert hat. Das war auch der Grund, warum ich den Feuerbefehl erhielt. Ich allein bin für die Geschehnisse hier verantwortlich. Wie Sie sehen, Mr. Hunter, haben wir einen sehr ähnlichen Job. Wie haben Sie von mir erfahren? Ich habe da einen ganz guten Bekannten, von dem ich manchmal Informationen und andere Dinge beziehe. Wenn Sie mal wieder in Wien sind, laden Sie ihn auf eine Fahrt in den Prater ein. Hellenwein. Ich nehme an, Sie wollen zurück nach London? Nichts lieber als das. Oh, du bist schon wieder weg? Die Ferien fangen doch gerade erst an, Spaß zu machen. Hätten Sie nicht Lust, in New York ein paar Tage Zwischenstopp zu machen? Ja, also... Da gibt es etwas, das dürfte Sie sehr interessieren.